Ja, also begrüß mal alle. Stell auch ganz kurz vor, Gretchen Binus ist DDR-Ökonomin gewesen, heute bundesrepublikanische Ökonomin mit dem Hintergrund der Theoriebildung um die Imperialismusthese von Hilferding und Lenin um den staatsmonopolistischen Kapitalismus, was auch eines der Werke von Heininger Hess und ihr betitelt. Kurt Neumann war dann ein Opfer dieser These, weil er in der SPD als Vorsitzender des Sozialistischen Hochschulbunds, Sozialdemokratischen Hochschulbunds, diese These vertreten hat und dann mit mehreren SPD-Genossinnen und Genossen zusammengearbeitet hat, die deswegen auch zeitweise oder ganz die SPD verlassen mussten, per Parteiausschlussverfahren, nach wie vor an den Grundfesten dieser Theorie festhält. Und die Hauptperson des heutigen Versuchs ist der überbescheidene Georges Fülbert, der Professor war und Professor ist, aber nicht mehr im aktiven Hochschuldienst in Marburg und der für Ökonomie und Philosophie und Geschichte gleichermaßen zeichnet. Wir sind alles vier tröge Personen. Mein Name ist Dieter Dehm. Ich bin SPD-Bundestagsabgeordneter gewesen und jetzt linker Bundestagsabgeordneter und war 33 Jahre in der SPD und ähnlich wie Kurt Neumann auch mit bestimmten Erkenntnissen der Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus, vor allen Dingen mit dem für mich als Unternehmer erkennbaren Vorzug, dass man hier endlich eine Theorie hatte, wo man auch kleine und mittelständische Unternehmen gegen den Imperialismus gewinnen konnte. Also für mich ist wichtig, dass wir erkennen, oder dass wir erstmal davon ausgehen, wir sind nicht so brennend interessant für Leute, die Fernsehen zuschauen, wie vieles andere, was geboten wird. Wir können das auch gar nicht packen. Gleichwohl ist ja die Pflicht des Revolutionärs nicht Spiegelein an der Wand zu sagen, wer ist der Revolutionärste im ganzen Land, sondern andere für die Revolution zu gewinnen. Und deswegen muss diese tröge Materie in irgendeiner Weise auch Nicht-Marxistinnen und Marxisten interessieren. Das sollte für uns eine der Prämissen sein. Die Frage ist dabei ein schönes, evokantes Mittel, aber es kann auch das Statement sein, es sollte sich nur beides auf etwas davor, zumindest aber auf den Text beziehen. Und wenn wir uns auf einen Text beziehen, dann wäre es günstig, wenn wir es nicht einfach als bekannt voraussetzen, sondern kurz zitieren oder zusammenfassen, auf was wir inhaltlich uns beziehen. Und dann fange ich schon mit meiner ersten Frage an, ohne aber hier allzu dominant jetzt die erste Aufzeichnungszeit zu verplempern. Was ist, Schorschen nach, wenn du es kurz zusammenfassen würdest, wenn man die Luxusausgabe dieser Antwort nehmen könnte, dann bezogen auf heute, also die Finanzkrise, das, worin sich Rosa Luxemburgs Imperialismustheorie und Lenins Imperialismustheorie unterscheiden bzw. ergänzen? Ja, die Aktualität von Luxemburgs Imperialismustheorie beruht auf ihrer Theorie der Überakkumulation. Es wird Mehrwert erzeugt durch Ausbeutung von Arbeitskraft. Und Rosa Luxemburg meint, ja, und diese Abpressung von Mehrwert nennt Marx Akkumulation. Akkumulation kommt vom Cumulus der Haufen und Akkumulation bedeutet, wenn auf einen Haufen Kapital noch mehr draufkommt. Überakkumulation, und das ist das, was Rosa Luxemburg betont, ist, wenn das überakkumulierte Kapital, wenn so viel Kapital akkumuliert wird, dass es nicht mehr in ausreichendem Maße investiert werden kann. Da kann eine Krise eintreten, weil Kapital dann vernichtet wird, Arbeitskräfte nicht mehr weiter beschäftigt werden können oder das Kapital sucht sich Auswege. Ein Ausweg bei Rosa Luxemburg beobachtet ist der Kapitalexport. Und der Warenexport, das haben wir heute auch, wenn wir die Stellung der deutschen Wirtschaft in Europa und der Welt sehen, werden deutsche Waren in die Welt exportiert, bezahlt mit deutschem Kapital.
anderer, der probateste Ausweg, den Ökonomen eigentlich immer empfehlen müssten, weil es der ökonomisch schmerzloseste ist, ist natürlich ein Krieg. Das ist ganz wunderbar. Krieg ist schlecht für die Menschen, aber wunderbar für den Abbau von überakkumulierten Kapital. Eine andere Art und Weise, nun Kapital einige Zeit der Überakkumulation zu entziehen, ist, das besteht darin, dass man es zu Spielgeld macht. Das ist die zurzeit probateste Mittel, also Kapital, das in der Produktion nicht mehr zu seinen Bedingungen eingesetzt werden kann, wird dann eben an der Börse eingesetzt. Das ist, findet man eigentlich alles schon bei Rosa Luxemburg. Seit 100 Jahren weiß man das, seit 100 Jahren erfährt man das immer wieder. Was bei Rosa Luxemburg, die Übereinstimmung mit Lenin ist auch klar. Erstens mal basieren sie beide auf Marx. Da haben wir die Akkumulationstheorie. Wir haben bei Marx auch schon den Kapitalexport und den Warenexport. Kapital und Warenexport haben wir auch bei Luxemburg und Lenin. Es gibt einen Unterschied für Lenin. Das hat seine Ursache in einer russischen Debatte. Geht diese Rechnung eigentlich auf? Es geht eigentlich, lässt sich bei Lenin einen Kapitalismus denken, in dem überakkumuliertes Kapital immer wieder in einer gewissen Weise verwandt werden kann, allerdings auf die katastrophischen Weisen, die ich genannt habe. Dann während bei Rosa Luxemburg der Kapitalismus nicht politisch nur, sondern ökonomisch auf einen Endpunkt eilt, wo er am Überschuss von Kapital auswegslos erstickt. Ein wichtiger Unterschied zwischen Luxemburg und Lenin besteht in einem dritten Autor, das ist Rudolf Hilferding. Rudolf Hilferding hat ja in 3 Jahren vor Luxemburgs Buch Die Akkumulation des Kapitals veröffentlicht, das Buch Das Finanzkapital. Und da führt er 2 Größen ein, die sich bei Luxemburg nicht finden, wohl aber bei Lenin. Erstens die Monopole. Für Hilferding ist Kapitalismus in der neuesten Phase. Und deshalb haben einige ja sein Finanzkapital manchmal als den 4. Band des Kapitals bezeichnet, dem Wesen nach Monopolkapital. Das findet man bei Rosa Luxemburg nicht, spielt jedenfalls bei ihr keine zentrale Rolle. Und das zweite ist der Staat. Der Staat, der sozusagen der dritte Mann ist zwischen dem Bankkapital und dem Industriekapital, das sich dann verbindet zum Finanzkapital, und das seinerseits nun stützt sich auf den Staat, wird durch den Staat vermittelt, wird durch den Staat geschützt. Der Staat wird ein Akteur. Da gibt es ja eine etwas verlorene Stelle bei Lenin, wo er dafür auch einmal den Begriff staatsmonopolistischer Kapitalismus gebraucht. Da wären Lenin und Hilferding ganz beieinander und Rosa Luxemburg ganz weit entfernt. Also Lenin ist der Mann mit dem staatsmonopolistischen Kapitalismus, hat dann beides, den Staat und die Monopole. Rosa Luxemburg ist, wenn man so will, wer es böse sagen will und dumm sagen will, wird sagen, ist eine Theoretikerin des 19. Jahrhunderts, weil sie den staatsmonopolistischen Kapitalismus nicht hat. Wer es korrekt sagen will, und das klingt dann auch schon freundlicher, würde man sagen, Rosa Luxemburg ist zeitloser als Hilferding und Lenin, weil sie nun den Kapitalismus im Allgemeinen ansieht, und in der Geschichte des Kapitalismus ist dann der staatsmonopolistische Kapitalismus eine Unterabteilung, von der man sich fragt, ob sie ewig dauern kann oder ob sie durch eine neue Scheußlichkeit der kapitalistischen Entwicklung abgelöst wird. Und da wird sich wahrscheinlich Rosa Luxemburg als außerordentlich realitätstüchtig erweisen. Sie ist im Unterschied zu Lenin eine ziemliche Dogmatikerin, muss man auch sagen. Man sagt immer, der Lenin ist der Dogmatiker und Rosa Luxemburg ist die freiheitliche Sozialistin. Na ja, gut, das mag auf dem Gebiet der Parteitheorie, eine Parteiorganisation gelten. Aber was die ökonomische Theorie angeht, gibt es bei Rosa Luxemburg keine Freiheitsgrade. Für sie ist die sozialistische Revolution letzten Endes gerechtfertigt durch die absolute Ausweglosigkeit der Überakkumulation. Es geht zwar davon aus, dass die Menschen sich das nicht bis zu diesem letzten, von ihr fast mit mathematischem Anspruch vorausgesetzten Punkt, sich das gefallen lassen werden, sondern dass sie vorher revoltieren werden. Aber für sie wäre der ganze Sozialismus
unwissenschaftlich, wenn es nicht diesen absoluten Endpunkt in der ökonomischen Entwicklung gäbe. Das haben wir bei Lenin nicht. Lenin 1916, 1917 in seiner Imperialismustheorie argumentiert aus der Situation heraus. Ihm kann das in der Situation in Russland 1916-17 ziemlich wurscht sein, ob der Kapitalismus letzten Endes ökonomisch eine Perspektive hat. Er hat ja die Möglichkeit, ihm in einem Land zunächst einmal den Garaus zu machen und dann kann man sehen, wie es weitergeht. Insofern ist Lenin der weitaus flexiblere und die außerordentlich sympathische und freiheitlich gesinnte und mit lauter schönen Charaktereigenschaften ausgestattete Rosa Luxemburg ist ökonomisch eine richtige beinharte Dogmatikerin. Was ich gar nicht so unsympathisch finde übrigens, aber sie sollte doch so charakterisiert werden. War denn Gretchen für euch Rosa Luxemburgs vor 100 Jahren geschriebene Akkumulation des Kapitals bei euren Studien sehr maßgebend oder habt ihr sie eher auch als zu enge mathematische Grenzen setzend empfunden? Na, bei den Studiengängen hat sie eigentlich keinen wesentlichen Platz gehabt, muss ich mal sagen. Ja, es sind zwar die Werke, die Schriften von Rosa Luxemburg herausgegeben worden und sie wurde auch angeführt, nicht? Aber wenn ich an einer Hochschule, an einer Universität bin, nicht, dann gab es also ein Lehrbuch und es gab die entsprechende angegebene Literatur dazu. Und da war es natürlich in erster Linie unsere Kapitalseminare, die auf die Kapitalakkumulation natürlich hingewiesen haben. Und vor allen Dingen natürlich auch Imperialismusseminare, gerade mit den Grundlagen von Lenin, Bukharin und so weiter. Das heißt, es gab was, aber es hatte nicht diesen Stellenwert. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, ich war ganz beeindruckt von dem Artikel von Georg Föbert, weil er diese Problematik sehr stark wieder in den Vordergrund gerückt hat, die gegenwärtig also nicht so sehr diskutiert wird. Nicht? Und ich finde, das ist ein wesentlicher Ansatzpunkt, wenn man, so war ja auch das Anliegen von Georg Föbert, wenn man also diese geschichtstheoretische Betrachtung abklopft im Hinblick eigentlich auf den Beitrag zur Klärung der heutigen Situation. Wo befinden wir uns und was sind also die Resultate dieser Entwicklung der Überakkumulation und nicht, was müssen wir als linke Kräfte für Schlussfolgerungen daraus ziehen? Was muss also für Kampfmethoden entwickelt werden, wenn wir die ganze Welt also betrachten? Ich will bloß noch mal auf Luxemburg kommen. Mir hat das sehr gefallen, weil Luxemburg im Gegensatz, also nicht zu Lenin, das ist fast gleich, ja, also die internationale Sicht hat, finde ich, sie hebt das ja sehr stark hervor, während andere Wirtschaftswissenschaftler und Politökonomen das nicht so sehr machen. Und die andere Frage ist natürlich, dass sie die politische Gewalt auch hervorhebt, also nicht den Staat, wie Georg Föbert sagte, das sieht sie nicht. Aber da finde ich, da muss man eben auch die Theoretiker immer in ihrer Zeit betrachten, in der sie was untersucht und was geschrieben haben. Man kann das also nicht herauslösen, also aus den Bedingungen, die es damals gegeben hat, sowohl für Lenin nicht, als auch für Luxemburg nicht. Und Hilferding ja schon in der Weiterentwicklung, das heißt also in bestimmten Dingen. Das heißt, die politische Gewalt mit den Hauptmethoden wie Krieg, wie sie sagt, ja, Kolonialpolitik und so weiter, man kann das alles heute nehmen und und nochmal auf die heutige Zeit anwenden, die natürlich andere Verhältnisse schon hat. Nicht? Aber das finde ich, das ist also, das bereichert unheimlich und das finde ich, das darf einfach nicht untergehen. Nicht? Ja. In diesem Sinne muss ich sagen, hat vielleicht ist in der DDR das eigentlich ein bisschen zu kurz gekommen, obwohl natürlich Rosa Luxemburg verehrt wurde. Nicht? Georg Föbert hat darüber geschrieben. Natürlich war sie, also in der Arbeiterbewegung war sie stark verankert. Nicht? Also er lässt sich ja da aus über unsere jährliche Demonstration dort nicht. Aber ich kenne meine Mutter, die beispielsweise mit 16 Waffen gedreht hat bei der Deutschen Munition- und Waffenfabrik, ganz jung, nicht wahr? Und die natürlich für Rosa Luxemburg mit auf die Straße gegangen ist. Und das war also drin. Ich will das bloß mal sagen, wie die Arbeiterbewegung das
also hier auch noch gesehen und verinnerlicht hat. Und vielleicht, aber das kann ich auch später machen, sage ich auch noch was zur Akkumulationstheorie von Marx. Diese Theorie ist ja sozusagen die Realisierungs- und Entwicklungstheorie für den Kapitalismus. Das heißt nicht, also er zeigt da, unter welchen Bedingungen, also Akkumulation ist im Prinzip, ist das die Anwendung von Mehrwert als Kapital und die Rückverwandlung. Nicht? Das heißt, wie sich dieses Kapital weiterentwickelt und wie sie dabei auch die Produktivkräfte nutzt. Das ist immer die Frage, dieses Verhältnis von Produktionsverhältnissen und Produktivkräften, wie wir gesagt haben. Und dabei entwickelt sich eben auch das Eigentumsverhältnis und das Kapitaleigentum und es verschärfen sich die Widersprüche. Nicht? Und Marx kommt ja dann also doch zu diesem allgemeinen Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. Und das kann man also heute wieder so nehmen und sagen, auf der einen Seite der Pol Reichtum, nicht weniger, und auf der anderen Seite sagt er also Verelendung und Hunger. Aber er sagt auch, was ich wichtig finde, was so manchmal untergeht, Brutalität und Unwissenheit. Ja, und das finde ich, also solche einzelnen Faktoren, die man heute mal sagen kann, warum Unwissenheit und wie wirkt sich das also auf die Ideologie der arbeitenden Klasse aus, das sind so ganz wichtige Punkte, wenn wir also Folgen ziehen wollen aus sozusagen aus der Analyse der Akkumulation heute. Ist denn ohne Monopol überhaupt noch dem heutigen Kapitalismus beizukommen? Also Schorsch Filbert hat ja den sympathischen Versuch, das, was er als Widerspruch oder als bösartige Definition oder Attributierung von Rosa Luxemburg sieht, mit dem Begriff zeitlos etwas zu relativieren. Aber letztendlich ist es ja so, du hast bei Marx, auch bei den Grundrissen, das Gefühl, er ist kurz vor der Monopoltheorie, also er erkennt schon die Konkurrenz als freie Konkurrenz, kommt an ihre Grenzen und jetzt wäre es eigentlich nötig, mit Hilferding, deswegen auch diese Vorstellung, das könnte der fette Band geworden sein, also das Finanzkapital von Rudolf Hilferding, sei eigentlich jetzt der entscheidende Durchbruch zum Monopol und bei ihr ist ja dann doch wieder, deswegen auch der Hinweis in dem Artikel von Rudolf von Schorsch Filbert, dass es nicht so sehr im zweiten Band die Reproduktionsschemata seien, sondern eben die Auseinandersetzung mit der ursprünglichen Akkumulation. Kann man also mit der ursprünglichen Akkumulation und ohne Monopoltheorie dem heutigen Kapitalismus mit seiner Krise und seiner ja relativ langen Krise beikommen? Nein, also ich finde ja, also da habe ich eine eigene Auffassung. Ich denke mir, dass die Überakkumulation beginnt schon mit der Bildung der Monopole, also der Großunternehmen, die sich also vereinigen. Heißt ungefähr wann? Das heißt also am Ende des 19. Jahrhunderts, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie haben das schon. Also wir haben ja die Riesenkrise 1873 gehabt, die also ein Einbruch war, also eine Wirtschaftskrise, die aber hervorgerufen hat, einen unheimlichen Rand in der Monopolbildung von großen Konzernen. Ich denke nur, weil ich mal auch was über Chemieindustrie gemacht habe, das war die Zeit, wo eigentlich die großen Konzerne sich bildeten, von Bayer bis sonst was, die aber aufschluckten all diese kleinen anderen Chemieunternehmen und die Hilfe des Staates hatten damals, nämlich mit der Patentgesetzgebung, die also ihnen sozusagen die Profite auch absicherten. Nicht? Also da finde ich, da gibt es schon also die Fragen der Überakkumulation meiner Ansicht. Und wenn wir das heute sehen, denke ich mir, das ist Monopole und also ökonomische Machtkonzentration in Potenz bedeutet natürlich ganz andere riesige Dimensionen der Überakkumulation. Nicht, aber das, ich finde, dass man das nicht also loslösen kann. Und mir fällt eben auch ein, also wenn ich also über die Überakkumulation rede und heute, dann komme ich nicht drumherum, die ökonomische Machtstruktur und ihre Entwicklung zu sehen. Das spielt eine ganz entscheidende Rolle für die heutige Zeit, nicht, wenn wir das sehen. Ich will mal jetzt noch nicht auf diese Finanzsachen eingehen, aber da zeigt sich das natürlich besonders deutlich. Also ich will jetzt doch nochmal den Ball zu, auch das aus spezifisch europapolitischer Sicht sehenden, bearbeitenden Kurt Neumann spielen. Und dann soll es auch nicht dabei bleiben, dass ich hier Fragen stelle, sondern bitte auch kreuz und quer und
Georges Philbert befragend. Ich lese mal aus seinem Beitrag vor und würde dann anschließend fragen, wie das heute europapolitisch auszulegen ist. Aktien- und Finanzspekulation ist anders als von populärem Protest vermutet, also jetzt sagen wir mal Blockupy, gerade jüngst in Frankfurt, niemals eine Ursache, sondern immer eine Folge, nämlich eben der Überakkumulation des Kapitals. Wie stellt sich das Europa weit dar? Ich will erstmal die Frage direkt beantworten. Überakkumulation bedeutet ja, dass das Kapital keine profitable Anlagemöglichkeit mehr findet, und zwar in der Produktion. Und das führt zu dem Ausweichen vieler Spekulationsgeschäfte. Von daher ist die Überakkumulation die Ursache für Spekulation, für spekulative Geschäfte und auch für den Krach, der dadurch entstehen kann. Ich wollte aber noch einen Schritt zurückgehen. Ich wollte sagen, was mir ganz großartig gefallen hat an dem Aufsatz, ist, dass die Rosa Luxemburg aus ihrer Lieb-Kind-Mentalität oder ihrer Darstellung als liebes Kind rausgenommen wurde. Sie war nicht nur politisch inhaltlich vielleicht irgendwo sehr rigide in ihren Vorstellungen, sie war es auch durchaus politisch. Und die Aneignung durch bürgerliche Kräfte und auch durch Kräfte, die in der DDR sich als Bürgerbewegung verstanden und die dann im Westen dann plötzlich nicht mehr die Freiheit der Andersdenkenden geliebt haben, sondern die wurden dann der Gaukbehörde vorgeworfen. Das, glaube ich, kommt gut raus. Spaß vorgeworfen. Ja, ich habe das, mach das etwas freundlicher noch. Das ist der eine Punkt, der wichtig ist. Was mir insgesamt noch mal aufgefallen ist, das haben wir jetzt hier gar nicht angesprochen, aber mir scheint es wichtig, dass Rosa Luxemburg ja offensichtlich mit einer Ausweitung des kapitalistischen Territoriums glaubte, würde der Kapitalismus das einzige und letzte Mittel haben, diese Überakkumulationsprobleme zu bewältigen. Es gibt aber auch, glaube ich, das müssen wir heute sehen, eine Ausweitung des Anteils der arbeitenden Menschen. Und das führt auch teilweise dazu, dass der Überakkumulation entgegengewirkt wird. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Das heißt, sie hat sich wahrscheinlich bestimmte Lohnhöhen in der bestimmten Phase der Bundesrepublik nicht vorstellen können, die durchgesetzt werden konnten. Das schreibt ja Georges Philbert auch. Ja, aufgrund des Kampfs, den die Gewerkschaften und ein bisschen auch die politische Arbeiterbewegung geführt haben. Das ist der Punkt. Jetzt komme ich zum stärkeren Punkt Europa. Wir haben ja eine Divergenz in den Diskussionen, die wir führen, dass einige sagen, wir haben zumindest keinen staatsmonopolistischen Kapitalismus mehr, weil wir ja Europa haben. Dabei muss man natürlich überlegen, was bedeutet staatsmonopolistischer Kapitalismus? Das bedeutet, dass die staatlichen Funktionen einbezogen werden in die Kapitalverwertung der Monopolkapitale insbesondere. Und die EU bedeutet ja im Wesentlichen, dass Staatsfunktionen, hoheitliche Staatsfunktionen verlagert werden auf eine Europäische Kommission, auf andere europäische Organe. Und dort bestehen dieselben Probleme fort. Nur das Problem ist, dass die erkämpfte Demokratie, die den Nationalstaaten teilweise erkämpft wurde, man darf das nicht zu großartig darstellen, aber es ist ein bisschen erkämpft worden, dass das zurückgenommen wird. Wir haben über die Kommission und über die Europäische Zentralbank einen Schub an Entdemokratisierung, den man vor ein paar Jahrzehnten oder vor zwei Jahrzehnten vielleicht nicht für möglich gehalten hat. Das muss, glaube ich, ganz deutlich gesehen werden. Deswegen ist unsere Auseinandersetzung auf europapolitischer Ebene ja vor allen Dingen auch ein Kampf für mehr Demokratie, für Erhaltung von Demokratie und ein Kampf gegen Sozialabbau. Das sind also die Dinge, die da in diesen Gesamtrahmen hineinpassen. Aber der Ausgangspunkt, denke ich, ist der, das Kapital zur Überakkumulation führt, zur Monopolbildung, zur Einbeziehung des Staates und dass die Entwertung bedeutet auch, dass als Konsequenz es spekulative Geschäfte gibt, die zulasten der Menschen gehen. Ich will noch eine letzte Bemerkung machen. Rosa Luxemburg ist ja auch nicht davon ausgegangen, dass der Kapitalismus dann irgendwann, wenn territorial alles einverleibt ist, zusammenbricht, sondern dass das erkämpft werden muss von denjenigen, die am meisten unter dem Kapitalismus leiden. Das wird heute auch so sein. Und wir sind vor sehr harten Kämpfen, etwa über die Währungsfrage, über das, was man sonst dagegen machen kann. Und ich finde, von da ist ein Rückgriff auf das, was die ökonomischen Klassiker geschrieben haben, immer hilfreich, wenn man seinen Kopf für heute schulen will. Da jetzt niemand eine Frage hat, frage ich nochmal Georges Philbert. Du schreibst in dem Beitrag, ich zitiere mal, dass tatsächlich hat Rosa Luxemburg die Nachfrage Fähigkeit
des inneren Marktes durch Steigerung des Reallohns, das war das, was Kurt Neumann eben angesprochen hat, wie er im 20. Jahrhundert eintrat, nicht voraussehen können, dass sie hierfür eine Änderung der Lohnquote zur systematisch unmöglichen Voraussetzung machte. Und dann überspringe ich jetzt mal zwei Spalten deines Beitrags und du kommst zu der Feststellung, dass Marx selbst die britischen 10-Stunden-Bill, also die erhebliche Reduzierung des Arbeitstages, gemeint ist die britische 10-Stunden-Bill von 1847, noch durch den bürgerlichen Staat, dass Marx selber zu der Erkenntnis gekommen ist, dass das die Verfügung der Unternehmer über ihr Privateigentum an Produktionsmitteln und fremder Arbeitskraft einschränken würde. Wie zähmbar hat Rosa Luxemburg den Kapitalismus gefunden? War für sie ein schwedischer Sozialstaat, wie er ja immerhin bis zum Zusammenbruch des sozialdemokratisch-sozialistischen Weltsystems im Jahre 89, sind ja im gleichen Jahr zusammengebrochen, sowohl Olof Palmes schwedischer Sozialstaat als auch die Sowjetunion, aber immerhin bestanden hat, eigentlich vorstellbar? Ich denke, nein. Weder für Luxemburg noch für Marx war das vorstellbar. Ja, es gibt diese Stelle aus der Inauguraladresse von 1864, wo Marx sagt, 1847 hat das britische Parlament, in dem kein einziger Arbeiter saß, die Kapitalisten gezwungen, den Arbeitstag zu senken auf 10 Stunden. Heute würde man sagen, um Gottes Willen 10 Stunden, aber vorher war 12 Stunden. Das Kapital beruht ja auf dem 12-stündigen Arbeitstag im Wesentlichen, also die Rechnung mit dem Kapital. Heute würden wir das für ganz schrecklich halten, aber damals... Im Marx-Kapital. Da hat der Staat tatsächlich eingegriffen und die Kapitalisten gezwungen, die Arbeitszeit zu senken und sie damit auch veranlassen, natürlich die Produktivität enorm zu steigern. Jetzt könnte man sagen, ja, da kann man sehen, der Marx war doch ein großer Reformer, weil er gesehen hat, eine innere Reformfähigkeit des Kapitalismus. Er sagt aber an derselben Stelle noch viel wichtiger als der 10-Stunden-Tag ist die Herausbildung von Kooperativgenossenschaften, von Arbeitergenossenschaften. Da kann man auch wieder als Genossenschaftstheoretiker sagen, ach, der Marx war ein schlauer Kerl, der hat so rechte Sozialdemokraten wie Albert Südekum um 1900 vorweggenommen, vielleicht auch Rudolf Barrow, oder André Gortz, Kolbing, dass man sagt, ja, immer mehr Genossenschaften und hinterher ist der ganze Kapitalismus aufgefressen durch Genossenschaften, in denen die Arbeitszeit gesenkt ist. Das ist nicht die Argumentation von Marx gewesen, so kann man das im Nachhinein lesen. Für Marx waren sowohl der 10-Stunden-Tag als auch die Herausbildung der Produktivgenossenschaften Sturmvögel der Revolution. Er sagt, der Kapitalismus kommt offensichtlich an eine Stelle, wo Kapitalismus ist ökonomisch immer Senkung der Arbeitszeit, weil es Steigerung der Arbeitsproduktivität ist. Es ist also immer möglich, die Arbeitszeit zu senken im Kapitalismus. Dass wir heute den altmodischen Kapitalismus inzwischen haben, sieht man daran, dass er jetzt wieder verlängert wird, 2013. Es ist die ökonomische Potenz vorhanden für die Senkung der Arbeitszeit. Dann haben wir im ersten Band des Kapitals die Überlegungen von Marx zur Aktiengesellschaft, wo er sagt, ja Mensch, die fungierenden Kapitalisten werden allmählich ja überflüssig. Sie werden ersetzt durch ihre leidenden Angestellten. Sie schneiden dann noch ihre Coupons ab. Aber da könnte man sich vielleicht auch noch davon entbinden. Und dann werden die Unternehmen von leidenden Angestellten geführt. Naja, und das könnte man sich auch als Kooperativgenossenschaft vorstellen. Das sagt er, war der Ansicht, der irrtümlichen Ansicht, der Kapitalismus ist so überreif, dass gegenwärtig schon Konsequenzen gezogen werden. Senkung der Arbeitszeit, Steigerung der Arbeitsproduktivität und Vergesellschaftung der Produktion. Aber natürlich bedeutet das nicht das, was Engels mal genannt hat, die frisch, fromm, fröhliche Hineinsauerei in den Sozialismus, sondern legitimiert dann auch wirklich den Umsturz, die Revolution. Ja, das Engels gemeint. Die deutsche Reichstagsfraktion hatte 1884/85 ja plötzlich folgendes Problem. Der Bismarck schlug vor und die Reichsregierung schlug vor, private Dampfer, die nach Samoa und in die Südsee fuhren, um da die deutschen Kolonien zu beliefern, mit staatlich zu subventionieren.
sehr gut für die Arbeiterbewegung, müssen Schiffe gebaut werden, die arbeitslose Werftarbeiter können dann Arbeit finden. Und da gab es dann auch einzelne Reichstagsabgeordnete, zum Beispiel der Abgeordnete Kaiser, der sagte, wir müssen dafür stimmen. Versteht die Basis ja gar nicht, wenn wir zum Beispiel die Schaffung von Arbeitsplätzen hier verweigern. Außerdem ist es ein erster Schritt in Sozialismus. Denn siehe da, so wie Marx 1847 den Staat am Werk sieht, um die Arbeitszeit zu senken, sehen wir jetzt den Staat am Werk, eine sozialistische Maßnahme durchzuführen. Damals geistert von rechts bis links, bis in die konservativen Teile der Gesellschaft hinein, ja, aber wohl auch schon bis zu den Antisemiten, das Schlagwort vom Staatssozialismus. Der König von Preußen als der erste Sozialist, natürlich ohne Sozialdemokratie. Und der Bebel, der war nun dagegen, mit seinem klaren Klasseninstinkt sagte er, nee, also da können wir nicht mitmachen, aber es fehlten so ein bisschen die Argumente. Und da wandte er sich an den Engels, der dann auch anfing, parlamentarische Politik zu machen. Er sagte, grundsätzlich kann ich das nicht erklären, die nächste Reichstagssitzung ist auch so bald, ihr dürft das nicht machen. Aber ihr dürft auch nicht dumm dastehen. Deshalb macht doch eins, stellt einfach Bedingungen. Sagt, ja, wir sind also für diese Subvention, wenn zugleich. Und dann packt er noch so ein paar Sachen drauf, die allerdings wirklich in Sozialismus führen würden. Und die anderen werden das nicht annehmen, also könnte dagegen sein. Also da war der Engels so richtiger Taktiker. Es setzt sich aber grundsätzlich mit durchaus wohlwollenden, aber halt rechten Sozialdemokraten wie Kaiser auseinander und sagt, ja, die denken, dass wenn man innerhalb des Kapitalismus nur viele staatliche Maßnahmen akkumuliert bis zu einem bestimmten Punkt, wo Quantität und Qualität umschlägt, dann haben wir den Sozialismus. So geht's nicht. Und das nennt er an einer versteckten Stelle, ich habe sie nicht mehr gefunden, die Hineinsauerei in den Sozialismus. Er hat es dann öfters auch höflicher ausgedrückt, insbesondere in dem Text, den man oft als sein politisches Testament bezeichnet, nämlich die Einleitung in eine alte Schrift von Marx, die Klassenkämpfe in Frankreich von Marx bis 1850. Die wurden 1895, kurz vor Engels Tod, nochmal rausgegeben. Da hat er ein Vorwort geschrieben und sagt dann, ja, also wir müssen uns ja in einigen Punkten berichtigen. Also mit dem Barrikadenkampf, das ist wohl nichts mehr. Warum ist das? Oder jedenfalls nicht die ausschlaggebende Waffe, zweimal ging es ja schon schief, 1848 ging es schief, da konnte man noch ganz gut auf Barrikaden kämpfen, weil die Straßen so eng waren. Dann aber unter dem Kaiser Napoleon III. Hatten sie diesen Reformer Osman, der die großen Boulevards gebaut hat, die große Schneisen durch die Stadt. Da, so breite Barrikaden kannst du gar nicht bauen. Und da haben auch die Kanonen ein so breites Schussfeld, die schießen dir jede Barrikade in Klump. Also so geht es nicht. Sondern wir müssen jetzt mal sehen, wie die revolutionären Potenziale in der Gesellschaft sich ansammeln. Da haben wir zum Beispiel eine Partei, ganz wichtig, eine Partei, die Deutsche Partei, der es gelingt, den Parlamentarismus, den Marx und Engels ja abgelehnt haben. Auch das allgemeine Wahlrecht sahen sie für einen großen Bluff an, eingeführt von Napoleon III. Der hat sich ja immer durchs allgemeine Wahlrecht bestätigen lassen. Und er sagte, das Tolle an der deutschen Sozialdemokratie ist, dass sie praktisch die Sache umgekehrt haben. Sie haben dann eine vernünftige Politik gemacht im Reichstag, haben die Lücken des Gesetzes genutzt und wurden immer stärker. Dann gibt es die Sozialgesetzgebung, da gibt es ja auch Gremien, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer drin sitzen. Da haben die Sozialdemokraten ihre Leute reingesetzt. Waren so stark, dass sie gewählt werden konnte. Dann gibt es die Gewerbegerichte, Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und überall wachsen die Sozialdemokraten rein, nicht um auf diese Weise den Staat zu erobern, sondern es ist ein Zeichen ihrer Stärke. Und dann kommt noch, sagt er, dann die jungen Leute. Gucken wir uns mal die Armee an. Vielleicht, das ist ja, wenn die Sozialdemokratie in der Gesellschaft sich so weit ausbreitet, dann wird sie irgendwann auch die jungen Männer erfassen, die ja noch gar nicht wählen dürfen. Wer noch nicht beim Militär war, durfte gar nicht wählen. Und wenn die auch noch Sozialdemokraten sind, dann haben wir Männer, die im Waffengebrauch geübt sind und die haben die Flinte in der Hand sozusagen. Die lassen sich zumindest gegen Arbeiter nicht mehr einsetzen. So sagt er. Bedeutet das nun, dass es immer so weitergeht und fieserweise wir den Sozialismus kriegen? Sagt er, nein, sondern die andere Seite ist ja garantiert nicht dümmer als wir. Die wird sich das nicht ewig gefallen lassen. Die andere Seite muss eigentlich notwendig mit dem Staatsstreich antworten. Das heißt, die andere Seite wird mit der Gewalt antworten können. Und dann könnte sich herausstellen, und so ist ja jede erfolgreiche Revolution nach Engels auch verlaufen, dass die Waffe der Gewalt die Seite gewechselt hat. Da sieht eigentlich Engels schon das voraus, was Trotzki dann in seiner Geschichte der russischen Revolution beschreibt, dass
die Bauernsöhne, die Bauern, die die Waffen haben, auf dem Newski Prospekt überhaupt keinen Bock haben, weiter zu schießen. Und da ist die, ist auch eine Art, wie die Gewaltfrage entschieden wird. Und wenn die andere Seite da immer noch schießt, dann wird sie merken, dass die Flinten nach hinten losgehen. So beschreibt er das nicht im Ausführlichen, schon aus Gründen der Legalität nicht. Er sagt, auf die Waffe der Gewalt wird nicht verzichtet werden, aus dem einfachen Grund, weil die andere Seite auf die Waffe der Gewalt nicht verzichten kann. Das schreibt er und er sagt, also die Gesellschaft wird sozialdemokratisch zersetzt. Ein sieht ein bisschen linear, diesen Prozess. Und die andere Seite muss sich wehren. Das ist der Moment der Revolution. Das sollte erscheinen im Vorwärts, dieser Artikel. Da bekam natürlich die Redaktion also furchtbaren Bammel. Weil wenn die, die dachten sich, wenn der Kaiser das liest, dann macht er gleich den Staatsstreich. Und die haben dann also Stellen rausgestrichen und da war der Engels wieder sauer. Also der Engels war nun ein großer Anhänger der Sozialdemokratie, sah aber die Gefahr von Illusionen. Gegen diese Illusionen ist er bis zuletzt vorgegangen. Es gibt ja in diesem Vorwort zu den Bürgerkriegen von ihm die Formulierung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass es einen gesetzlichen Zustand gibt, der von der Bourgeoisie eingeführt wird und ja, ihn dann zu verteidigen, macht der Arbeiterklasse rote Backen, glaube ich. Ja, die bekommen die und die anderen werden immer blasser dabei. Und immer blasser dabei. Sie, also die werden die Gesetzlichkeit nur verdammen. Jetzt mache ich mal nur mal einen Sprung nach vorne, um dann gleich wieder zurückzukommen. Heute sind diese Gesetze zumindest im Lissabon-Vertrag wenig zu finden, in Europa wenig zu finden und eher nationalstaatlich, was den Nationalismusvorwurf einbringt, die auf solchen gesetzlichen, zum Beispiel sozialstaatlichen Vorbehalten beharren. Hast du irgendeine Empfehlung, wie man das sozusagen mit Luxemburg und Marx wenden könnte? Also Empfehlungen für Politik gebe ich keine. Ich weiß, dafür gibt's da gibt es bezahlte Leute. Die wollte ich gerade sagen, bezahlt, da müsste man im Bundestag, da will ich also, und außerdem würde das bedeuten, dass man auf andere Leute Gesäß durchs Feuer reiten müsste. Ja, also der Nationalstaat spielt für Rosa Luxemburg nun überhaupt keine Rolle. Überhaupt keine Rolle. Das war auch ihre Differenz zu Lenin. Als Lenin dann sagte, gut, also jetzt Selbstbestimmungsrecht der Völker, das hat er dann von Wilson abgenommen. Und Lenin hat ja viel geklaut, nicht? Also Lenin hat geklaut von die Agrarreform hat er geklaut von den Sozialrevolutionären. Die wollten keine Genossenschaften, keine Staatsgüter, sondern jeder Bauer soll seine Glitsche haben. War ein ganz Wunderpunkt in der marxistischen Theorie, da ist man sich nie einig geworden. Aber Lenin dann 1917 oder 18, was gibt es da viel zu diskutieren? 1917, jedem Bauer seine Glitsche, das bedeutet nämlich gleich den Frieden. Denn die Bauern, die da an der Front stehen und jetzt hören plötzlich, sie dürfen sich das Land aneignen, die lassen die Flinte Flinte sein und gehen nach Hause. Da hast du nämlich die Agrarfrage und die Friedensfrage miteinander verknüpft, worauf kein Mensch vorher kommen konnte. Und das hat Rosa Luxemburg ja gegeißelt, nicht? Also es passte Rosa Luxemburg gar nicht, auch in ihrer berühmten Schrift zur russischen Revolution, wo viel Kluges drin steht auch das, wo sie sagt, oh, jetzt kriegt ihr aber die Kulaken an die Backe, nicht? Und hatte ja auch recht gehabt, nämlich dadurch, dass die, das ist wirklich eine vertrackte Situation, der Lenin konnte die Revolution nur machen, indem er bei den Sozialrevolutionären klaut, schafft damit eine Klasse der Kulaken und produziert damit den Stalin letzten Endes. Also das ist wirklich teuflisch und das sieht Rosa Luxemburg in der Abgeschiedenheit ihrer Zelle, wo sie ja nicht viel Politik machen kann, natürlich viel deutlicher als Lenin im Handgemenge. Zweitens, Selbstbestimmungsrecht der Nation, das sagt also Rosa Luxemburg, das hat uns nun gerade gefehlt. Das kam von Otto Bauer übrigens. Aber nun, als Stalin ist im Auftrag der Bolschewiki ja nun in Wien gewesen, hat sich das mal angesehen. Abgeschrieben und abgeschrieben. Und da war Rosa Luxemburg also entsetzt. Also der Nationalstaat spielt für sie keine Rolle. Und das führt natürlich auch dazu, diese Differenz zu Lenin führt dazu, dass sie natürlich für Jahrzehnte eigentlich ökonomisch unaktuell geworden ist. Rosa Luxemburg ist politisch höchst aktuell, 20er Jahre, 30er Jahre bis 1989, weil wir dauernd diesen Satz zitieren kann über die Freiheit des Andersdenkenden. Sie ist operativ aktuell, weil sie sehr hellsichtige Sachen über Fehlentwicklungen in der Organisationspolitik von Lenin gesagt hat. Das sind ja unglaublich hellsichtige Sätze. Das ist klar, nicht? Deshalb spielt sie eine große Rolle im Kalten Krieg für die Gegner des realen Sozialismus, nicht? Aber ökonomisch ist sie vollkommen outdated, weil der Staat ja plötzlich eine große ökonomische Rolle spielt, die sie nicht sehen wollte und weil sie auch in ihrer ökonomischen Theorie an einer Stelle zu eng ist. Und das hat ein Zeitgenosse
auch erkannt, der allerdings erst nach ihrer Ermordung und vor seiner eigenen Ermordung darauf hingewiesen hat, das war Nikolai Bucharin. Weil Luxemburg und Marx, Luxemburg hatte Mathematik studiert, Marx konnte das wohl gar nicht, gehen beide mit gleichen Techniken vor. Sie nehmen absolute Zahlen, rütteln sich wie so ein Puzzle, so ein Schema zurecht, wo dann bei Marx die Reproduktionsschemata, also der Konsumgüterbereich und Produktionsmittelbereich ineinander greift, sagt der Marx, guck mal, es funktioniert doch. Und Luxemburg sagt, Moment, da müssen aber noch mehr Variablen dazu, da funktioniert es nicht. So spielen die da beide rum und wer hat recht? Und da kommt nun der Bucharin und sagt, so, jetzt lassen wir das mit den absoluten Zahlen mal sein. Jetzt gehen wir mal richtig wie gute Mathematiker vor, nämlich mit Zeichen Alpha, Beta, Gamma. Und hat auch die bessere Interpretation von Marx, weil er sagt, Marx hat nicht nachgewiesen, dass der Produktionsmittelsektor und der Konsumgütersektor ineinander greifen, sondern hat eine Falls-Dann-Bestimmung getroffen. Er hat gesagt, falls die ineinander greifen, dann greifen sie halt ineinander und dann wird der Kapitalismus noch, hätte der Kapitalismus noch eine lange Periode. Diese Diskussion ist in Russland aufgegriffen worden. In Russland gab es auch wieder zwei Richtungen. Das eine waren die Volkstümler. Die sagten, das ist ja nun ganz scheußlich hier, da hocken wir da in diesem Feudalismus und jetzt soll noch der Kapitalismus kommen und danach erst der Sozialismus. Also sollen wir uns das antun, wenn wir sehen, wie scheußlich dieser Kapitalismus ist? Ja, da fragt sich doch, weshalb wir dann überhaupt, ob wir dann nicht lieber am Feudalismus hocken wollen. Aber andererseits wollen wir einen Sozialismus. Wir machen das, heute würde man sagen, wie ein Herzchirurg, wir legen einen Bypass. Wir legen einen Bypass, also wir müssen es schaffen, aus der feudalen Ökonomie irgendwie auf dem Umweg in Sozialismus zu kommen, zum Beispiel über die Abt China, das Gemeindeland. Und das waren die Volkstümler. Da kamen die Marxisten. Und das waren die sogenannten legalen Marxisten. Die waren deshalb legal, weil ihre Schriften nicht verboten worden sind. Die Volkstümler hatten natürlich beim Zaren einen besonders schlechten Ruf, weil sie einen Zaren ja umgebracht haben 1881 oder ihre Vorfahren, das waren die Revoluzzer. Während die Marxisten, naja, das waren so richtige Ökonomen und das Marxische Kapital konnte in Petersburg gedruckt werden, sowieso zu dick, also kann man ruhig erlauben. Aber wenn, und dann gab es eine Schicht in der englischen, in der russischen Gesellschaft, das waren die Kadetten, konstitutionelle Demokraten, das waren Liberale, die haben das Kapital gern gelesen, sagten, bitte, der Marx weiß doch nach, zwei Sektoren greifen ineinander, Kapitalismus funktioniert, so werden wir das machen. Und da streiten und auf die berufen sich die legalen Marxisten und sagen, ja, wir kommen um den Kapitalismus nicht rum. In der russischen Gesellschaft wird erstmal Kapitalismus entstehen. Und ein legaler Marxist war der Herr Lenin, obwohl er das Buch, in dem er den legalen Marxismus beipflichtet, in der Verbannung schreiben musste, weil er revolutioniert hat. Aber das ist nicht wegen seiner ökonomischen Theorie verbannt worden, sondern weil er halt der Hochverrat oder sonstige Nebendinge neben der ökonomischen Theorie betrieben hat. Und der stützt sich im Kampf gegen die Volkstümler, das ist ja immer auch Fraktionskampf, nicht? Der Lenin ist immer zänkisch, der will auch keinen anderen neben sich haben, das hat er von Marx. Also erstmal müssen wir diese Volkstümler beiseite räumen. Und da sagt er, nee, also wir haben doch die Reproduktionsschemata und da kann man sehen, dass aus einem relativ kleinen kapitalistischen Sektor in einer Agrargesellschaft man in Kapitalismus reinkommen kann. Und übrigens sind wir da auch schon drin. Das ist dann seine, weiter denkt er eigentlich nicht. Warum denkt er nicht weiter? Weil ein praktischer Mensch ist und sagt so, das ist die Situation in Russland, jetzt müssen wir sehen, wie wir daraus eine Revolution machen können. Wenn Rosa Luxemburg also großen Bogen denkt und sagt, ja, aber danach muss ja auch noch was kommen. Und das ist die Überakkumulation. Und so verrennt sie sich dann an die Stelle, wo sie sagt, der Kapitalismus, das ist ein so altmodisches Gefährt, die Löhne werden nie charakteristisch erhöht werden können. Da sagt der Bucharin, das ist aber doch möglich. Und daraus entsteht eine ganze Schule, der Linkskeynesianismus, der sagt, ja, also im Kapitalismus ist einige Zeit lang tatsächlich auch eine Überakkumulation abzubauen. Also Keynes beschreibt ja auch Überakkumulation, die reichen Leute, die Rentiers sitzen auf ihren Geldsäcken und rücken nichts raus und unten ist die Produktion, da tun sie nichts rein. Dann können wir nur eins machen, wir müssen dafür sorgen, dass ihre Geldsäcke entwertet werden durch Inflation und Besteuerung und so. Das ist eigentlich schon ein bisschen Bucharin und das hätte Rosa Luxemburg eigentlich nie akzeptiert. Und jetzt bricht nach der Weltwirtschaftskrise 1929 eine Periode aus, in der nach der Methode Bucharin und Keynes verfahren werden kann. Und da ist natürlich Rosa Luxemburg nur ein alles Möbel, nicht, dass man bei Demonstrationen benutzen kann, aber ökonomisch hat sie da nichts zu sagen. Und bei euch in der DDR habt ihr natürlich noch ein besonderes Problem.
Ja, es gibt viele Probleme. Fangen wir nicht mit der DDR an. Jetzt haben wir den 1. Haben wir erstmal den, jetzt haben wir erstmal den 4. August 1914, nicht? Also da sind also Rosa Luxemburg und Lenin gleichermaßen vor den Kopf geschlagen. Rosa Luxemburg will sich umbringen, weil sie die Welt nicht mehr versteht. Und Lenin guckt auch ein bisschen betröppelt und sagt, ja, was ist denn da passiert? Und Luxemburg und Lenin findet eine Antwort. Und diese Antwort ergibt sich gerade aus seiner Differenz von Luxemburg, weil er sagt, aha, wir haben also Monopolkapitalismus, da gibt es den Monopolprofit, wir haben Imperialismus, da gibt es auch imperiale Profite. Da wird also in den Zentren des Kapitalismus so viel Kapital angehäuft, mit dem überakkumulierten Kapital kann man ja auch vieles machen. Man kann zum Beispiel auch bestechen. Länderbestechung, das hat immer so ein bisschen eine grobe Sprache. Also zum Beispiel eine Gesellschaft, in der hohe Produktivität herrscht, gibt es ja auch jede Menge von Intellektuellen, arbeitslose Intellektuelle. Naja, und die werden dann zum Teil Parteibürokraten. Das war schon ein Problem, das der Engels schon gesehen hat. Sagt, au, 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 diese stellungslosen Geisteswissenschaftler, die werden jetzt alle Redakteure in der Parteipresse. Hat der Lenin auch so gesehen. Dann, das ist also das, und das nennt er das Eindringen des Kleinbürgertums in die Arbeiterbewegung. Zweitens eben die Finanzierung einer Parteibürokratie. Das sind zwei wichtige Nebenpunkte. Der zentrale Punkt ist aber die Arbeiteraristokratie. Weil er sagt, aus den großen kolonialen Extraprofiten wird ein Teil davon in Lohn umgewandelt. Und da wird ein Teil der Arbeiterklasse, er nennt es bestochen, ich würde gesagt bezahlt. Aber na gut. Würdest du heute sehen bei uns? Heute würde ich einen Schritt zurückgehen und würde zu dem Engels gehen. Der Engels hat nämlich 18... Nein, wo würdest du die Arbeiteraristokratie bei unseren Belegschaften sehen? Ich habe keine Lust, mich mit den beiden größten deutschen Industriegewerkschaften... Ich bin GEW-Mitglied. Ich habe keine Lust, mich mit den beiden größten Industriegewerkschaften du würdest also anzulegen. In dem Fall, wo man sozusagen um das Phänomen Bertolt Huber, einen Teil der Facharbeiter von Daimler erwähnen würde, nicht wütend hier. Naja, verknüpfen wir es vielleicht mal mit unserem gegenwärtigen Problem der Finanzkrise. Wir haben eine sehr große, hohe Produktivität in der Metallindustrie und in der Chemieindustrie. Wir haben auch hohe Löhne dort, nicht? Aber, das haben Jörg vor einiger Zeit Masarat und Bondrup darauf hingewiesen, bei uns wächst die Produktivität enorm viel schneller als die Löhne, als die Reallöhne. Man kann sich also Industrien vorstellen, in denen die Reallöhne steigen, aber die Produktivität noch schneller steigt. Das führt dazu, dass andere Länder nicht konkurrenzfähig sind. Das führt dazu, dass man die im Vergleich dazu billigen Waren, sind ja nicht nur die billigeren, sondern auch die besseren und begehrteren. Lest doch bitte alle mal die Neujahrsansprache der Kanzlerin. Ein klassischer Text der politischen Ökonomie. Kein Mensch hat sich das angehört, weil sie alle noch besoffen waren von dem Gauk. Weil sie hat gesagt, wenn wir etwas können, was andere nicht können, dann schaffen wir Wohlstand. Das ist ein Stück lenischen Imperialismus-Theorie. Das bedeutet, also wir sind so produktiv, dass wir importieren können, exportieren können. Die anderen können halt nicht blechen. Also müssen sie Kredite aufnehmen. Die kriegen sie am besten von deutschen Banken. Und wenn ich jetzt Metallarbeiter wäre und hätte eine Familie zu ernähren, bei Daimler oder bei Bosch oder Chemiearbeiter, hätte ich persönlich kein besonders großes Interesse an diesem Zustand, was zu ändern. Also das hat Bertolt Huber, mein Gott, lassen doch. Ich denke, der Teil der Klasse steht hinter ihrer Gewerkschaftsführung. Und ich als hessischer Beamter, der ja nun also, wie Rosa Luxemburg sagt, von abgezweigten Mehrwert ernährt wird, werde nie denen das moralisch zum Vorwurf machen. Das ist auch schon wieder was anderes als bei Lenin. Für Lenin ist ja die Arbeiteraristokratie eine schmale Schicht, deshalb auch Verrat und solche Dinge kommen bei ihm vor. Der Engels, 1884 muss es gewesen sein, aus Anlass 1844 oder 45 ist ja seine Lage der arbeitenden Klasse in England erschienen und dann 40 Jahre später hat er das nochmal reflektiert und sagte auch, es hat sich viel geändert. Vor allem sagte, wir haben jetzt das englische Industriemonopol. Wir haben das englische Industriemonopol, er hätte also sagen können, ich nehme hiermit die Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin vorweg, Großbritannien überschwemmt die Welt mit ihren Waren. Das heißt, in England können höhere Löhne gezahlt werden als anderswo. Und deshalb haben wir da so eine gottverdammt schlappe Arbeiterbewegung, über die von morgens bis abends sich das Maul verrissen hat. Engels aber nun als politischer Choleriker und Euphoriker sagt, aber das ändert sich gerade, sie verlieren gerade das Weltmarktmonopol und dann gibt es auch die Ungelernten und so weiter.
Das heißt, er sieht anders als Lenin eine sehr breite Basis für das, was man Reformismus nennt. Weil Engels, und da hat er natürlich was gesehen, was die ganze Periode, sagen wir mal, von 1945 oder 1947 bis 1973 bestimmt. Und wenn ich nicht Ökonom in der DDR wäre, brauche ich eine Erklärung dafür. Habe ich von morgens bis abends dieses Problem, dass die Arbeitszeiten der Bundesrepublik kürzer sind, in der DDR eben nicht so kurz sind und dass die Waren besser, billiger und begehrter sind. Und da muss ich dann, und da finde ich dann, mache ich aus also einem einzigen Satz von Lenin, einmal kommt das Wort Staat vom Prüster Kapitalismus, glaube ich, vor. Vielleicht findet man noch ein paar Stellen, aber mehr als 10 wird man nicht finden und zentral sind sie alle nicht. Macht man eine ganze Theorie, um sogar zutreffende Theorie, eine zutreffende Theorie für den Zustand des Kapitalismus in den Zentren. Problem ist nur, diese Theorie gibt keine revolutionäre Perspektive mehr her, bis 1973, 75. Außer, dass man sagt, ja gut, dritte Welt. Naja, diese Theorie ist meiner Ansicht nach schon richtig, die Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus. Aber es ist eigentlich, der staatsmonopolistische Kapitalismus ist eigentlich eine Funktionsbedingung des Monopolkapitals, dass es weiter existieren kann. Ja, es gibt da keinen, wenn man so will, keinen revolutionären Ausweg innerhalb dieser Theorie, sondern das müsste natürlich von außerhalb kommen. Und ich muss da sagen, hier, das ist natürlich richtig, wie du das geschildert hast, nicht? Wie die Arbeiterklasse oder die Arbeitenden eigentlich oder die Werktätigen eigentlich bestochen werden. Auf eine Art, wie sie das gar nicht merken, aus den Gründen, die natürlich zum Beispiel der Kapitalexport auch hergibt. Nicht? Dass im Prinzip sie, bestimmte Sachen sich eher kaufen können oder dass sie die Löhne steigen. Nicht? Eine Schicht. Eine Schicht. Die Metropolen. Ja, die Metropole. Das ist eine ganz bestimmte Schicht. Das war also diese entwickelten Industriestaaten, die davon gelebt haben. Wenn man sieht, also worauf, wo sich das akkumuliert, dieses Kapital und wo es hingeht, wird der Kapitalexport zu 75% ja aus diesen wenigen reichen Staaten getragen. Das ist der Kapitalüberschuss, die sich damit also natürlich bestimmte Ressourcen und Waren auch preisgünstig eben aneignen können, nicht? Und davon werden natürlich für die Klasse der Arbeitenden, meinetwegen in diesen Ländern, auch meiner Ansicht nach bestochen. Und dann kommt natürlich hinzu, dass man das nie also sehen kann ohne die politischen aktuellen oder Kräfteverhältnisse, die es gibt. Und das mit der DDR, na Gott, da könnte ich also mehrere Komponenten aufzeigen, was es für Minus gab bei der Entwicklung der DDR, die sie von vornherein hatte, weil natürlich die Industrieproduktion schwergewichtig natürlich in der Bundesrepublik lag, in der alten. Und natürlich ist natürlich die Frage der Organisation und Leitung, wenn man überhaupt ein neues System ohne Kapital aufbaut, ein ganz anderer und braucht eine Menge Erfahrung. Ich glaube nicht, dass man das also heute einfach so wegwäschen kann. Das wird man sich nochmal überlegen müssen, wenn man also, so, was Luxemburg ja nun nicht gemacht hat, wenn man das nachhinein, was kommt denn nun eigentlich danach? Wie sehen denn eigentlich die Organisationsformen aus, wenn man den Kapitalismus überwinden will? Das ist das große Problem, nicht? Und da finde ich, da muss man sich eben überlegen, wie man also auch die Frage der Überakkumulation, der Akkumulation überhaupt und die Frage des Eigentums überhaupt stellt. Nicht? Denn hier bei der Akkumulation und bei der Überakkumulation, gerade Kurt sagte vorhin, also die Frage der Spekulation, es ist nicht nur die Spekulation. Es ist bei der Überakkumulation auch, wie sich gerade also über den Akkumulationsprozess generell, über den normalen, eigentlich die kapitalistische Struktur weiterentwickelt. Ich hatte da bewusst die Zahlen daraus gesucht hier von der Wachstumsraten, also beispielsweise jetzt in der Krise, ja, die EU-Unternehmen, nicht, die eigentlich, die Europäische Union ist in der Krise. Aber in den 4 Jahren von 2008 bis 2012 haben sie außerhalb der EU eine Steigerung ihres Kapitalexports, also des Kapitalüberschusses von 25% gehabt. Also das geht auf 4,2 Milliarden US-Dollar, nur in diesen Jahren. Das heißt, es ist eine gewaltige Menge. Und es ist auch nicht nur so, dass das Spekulation ist, also reine Spekulation. Die 10 größten Investmentbanken der Welt beispielsweise haben also über Billionen
Zusammenschlüsse und Transaktionen, Unternehmenstransaktionen abgewickelt. Da hängt natürlich eine Menge Spekulation und natürlich Gewinn mit bei. Aber immerhin wird konstruiert eigentlich eine neue kapitalmäßige, also eigentumsmäßige über die Welt hinaus. Und die, ja, die bringen eigentlich die Möglichkeiten des Profittransfers, der ja ist, von den weniger entwickelten Ländern in die reichen Länder und umgekehrt. Also im Prinzip werden, also jetzt kommen wir fast wieder zu der ursprünglichen Akkumulation. Ja? Das ist eine ganz tolle Sache, wenn man das aufgreift, wenn man die heutige Welt, die heutige Situation sieht. Ja? Nicht? Hier haben wir wieder die ursprüngliche Akkumulation in einem Großmaßstab, wenn man das Landgrabbing in Afrika sieht. Nicht? Wenn man sieht, also wie in Asien die Leute ausgebeutet werden, nicht? Da wird immer gesagt, die und die, aber im Prinzip sind das die Unternehmer von, weiß ich wie, Kick und weil weiter, nicht wahr, die dort investieren und so, und die Menschen dort ausbeuten zu den niedrigsten und unmöglichsten Löhnen und Arbeitsbedingungen. Das heißt, wir haben also hier wieder also die ursprüngliche Akkumulation, so wie sie vielleicht der Marx beschrieben hat, nicht im 19. Jahrhundert. Ja, das ist auch so. Ne? Also, und da war natürlich die Aktualität von Rosa Luxemburg, denn sie beschreibt die ursprüngliche Akkumulation. Das Kapital dringt in Gegenden ein, wo es noch nicht ist, und dann durchdringt es die ganze Welt und dann irgendwann kommt es zum Kladderadatsch. Also ich glaube, da könnten sich Marx, Rosa Luxemburg und der Karl-Heinz Roth und Marcel von der Linden und wahrscheinlich auch die Genossen von Trotzkisten, die werden da vielleicht auch ganz gerne einstimmen, ganz gut finden, um den gegenwärtigen Weltzustand zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendeine Phase am Leib tragen, der hier in Europa, irgendwo in Europa verarbeitet worden ist. Nicht? Und da haben wir auch keine bestochene Arbeiterklasse. Mit Bestechung von Arbeiterklasse schlage ich vor, das lassen wir mal weg. Das ist eine Bestechung, passive und aktive ist ein strafrechtlicher Tatbestand. Wir haben eine Periode des Kapitalismus gehabt, 1947 bis 1973, dann auslaufend. Und wir haben auch eine Zone in der kapitalistischen Produktion. Das ist Europa, ganz stark Deutschland, auch Nordamerika, Kanada, in der nun hohe Reallöhne für einen Teil der Belegschaften, für wer die Belegschaften ja nun gerade nicht, für einen Teil der Belegschaften vereinbar sind mit hohen Profiten. Das Ganze kann aber wohl nur funktionieren, indem wir funktioniert gegenwärtig dadurch, dass außerhalb dieser Zone, dieser kapitalistischen Zentren, auf die brutalste und wahrscheinlich sogar blutigste, jedenfalls schrecklichste Art und Weise Mehrwert produziert wird, wie sie der Engels in seiner Lage der Arbeitenklasse in England beschrieben hat. Ob das eine notwendige Bedingung ist fürs Funktionieren des Kapitalismus, weiß ich nicht. Aber so, wenn das Kapital auf diese Weise billig Profit machen kann, dann tut es das auch. Und das ist natürlich auch eine Grenze für ein Denken, das zurzeit ja unter dem Gesichtspunkt Ökokapitalismus da firmiert, dass einige sagen, ja, wir können doch jetzt, nachdem wir die erste, zweite, dritte Revolution hatten, industrielle Revolution, machen wir doch die vierte. Das würde bedeuten, dass überakkumuliertes Kapital jetzt gedrängt wird in Ressourcenschonung, in Ressourceneffizienz, nennen die wohl das, Bionik. Das würde dann bedeuten, dass wahrscheinlich die Profitraten einige Zeit nicht so hoch sind, wir aber dann einen Kapitalismus haben, der vielleicht ökologisch nicht so ruinös ist. Ist eine Idee, wo ich sagen würde, ja, das kann man machen. Ist wahrscheinlich, müssen die Physiker und Chemiker entscheiden, wahrscheinlich naturwissenschaftlich irgendwann herbeiführbar. Ökologisch würde der Bukharin sagen, ja, versucht's doch mal so, kann man machen. Nur ob das Kapital das dann macht, wenn es nebenbei die Chance hat, in kurzer Frist viel höhere Profite zu machen, das frage ich mich. Also wir sollten vielleicht immer, oder ich als Ungedienter würde ich sagen, wir sollten mal doch ein bisschen überlegen, wie die Militärs denken. Ich habe vorhin schon gesagt, beste Art, von Überakkumulation runterzukommen, ist ein Krieg. Das Allerbeste. Da wird Munition erzeugt, gleich wieder verschossen, Arbeitslose werden totgeschossen. Und dann kann man wieder aufbauen. Kann man machen, nicht? Und so kann aber auch Ökonomie. Und Krieg bedeutet mit Geschwindigkeit.
Es kommt nicht darauf an, eine Kanone gut abschießen zu können. Man muss als Erster abschießen können. Muss man es auch haben. Und Ökonomie funktioniert inzwischen auch nach einer solchen Logik der Zeit. Weshalb auch erklärt, dass wir so viele Geschwindigkeitstheoretiker haben, die zugleich Kriegstheoretiker sind, wie der Herr Virilio. Wenn ich schnell den Profit machen kann, auch wenn es kostet, was es wolle, dann mache ich das natürlich. So erklärt sich ja auch die wunderbare Tatsache, dass an deutschen Hochschulen zurzeit das am meisten belegte Fach die Betriebswirtschaftslehre ist. Das müssen wir uns ja auch mal überlegen, nicht? Also vor 200 Jahren, wenn ein Mensch nicht wusste, mittelmäßig begabt, nicht wusste, was er werden sollte, was hat er studiert? Entschuldige, dass ich dir widerspreche, natürlich Theologie. Theologie, ne? Wenn man endet vor der Theologie, nicht? Dann war er ein arbeitsloser Theologieassistent, wurde dann Dichter wie Jean-Paul oder so, Theologiestudenten, überall, sind alles. Hölderlin, also das war, weil die Theologie noch so dominant ist. Dann, vor 100 Jahren, wenn einer überhaupt nicht wusste, was er werden sollte, ganz anderer, wurde Jurist. Warum? Weil der Staat so wichtig war. Staatsmonopolistischer Kapitalismus. Vor 54 Jahren, als ich studieren musste, auch mittelmäßig begabt, keine Ahnung, was man machen soll. Was wird man da? Lehrer in der Bundesrepublik. Lehrer, weil es gerade ausgebaut wird. Und heute, mittelmäßig begabt, vielleicht auch hochbegabt, ich will niemand so nahe treten, weiß nicht, was er machen will. Betriebswirtschaftslehre und die finden alle Jobs. Das sind Leute, die so mit ein paar Algorithmen nun also dann doch ganz schnell die Profite ausrechnen können. Und da müsste man Nationalökonom und Philosoph oder so etwa sein, um diese Vorstellung von dem grünen Kapitalismus auszuarbeiten. Aber das dauert viel zu lang. Vielleicht kommt er irgendwann, wenn die Not am größten ist, ist dann auch die Rettung am nächsten. Wenn die Ressourcen am Ende sind, wird das auch gehen. Aber zunächst einmal wird der schnelle Profit gemacht. Und deshalb ist schneller Profit bedeutet ursprünglich Akkumulation. Was brauche ich hier ökologische Landwirtschaft, wenn ich also Regenwälder abholzen lassen kann? Und der schnelle Profit bedeutet in absehbarer Weise, in absehbarer Zeit auch Weiterführung der ursprünglichen Akkumulation. Da ist ja der Marx und Rosa Luxemburg sowas von aktuell. Als wir gelesen haben, das 24. Kapitel, da steht schon mal die sogenannte ursprüngliche Akkumulation. Steht ja nicht ursprüngliche Akkumulation, sondern sogenannte. Das sogenannte lassen wir mal weg. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da dachte ich, oh, so ein Bart, das erzählt er vom Mittelalter und vom Bauernlegen und ne, ist ja alles schrecklich und können wir gleich auch noch die Hexenprozesse dazu nehmen, sind ja auch vorbei, jetzt haben wir Emanzipation. Was wollen dieses ganze Gejammer? Ist vorbei, es ist halt das Gründungsverbrechen der kapitalistischen Gesellschaft. Jetzt haben wir die Zivilgesellschaft, ne? So konnte man das lesen. Und jetzt merkt man plötzlich, das geht ja wieder los. Das geht in Afrika wieder los, geht in Asien wieder los und da ist auf noch einen weiteren klugen Menschen hinzuweisen, das ist in den USA, David Harvey. David Harvey, H-A-R-V-E-Y, David Harvey, der sagt Akkumulation durch Enteignung. Der sagt, das geht ja, ist ja nicht nur an Rändern. Wir hatten ja den realen Sozialismus, die hatten ja nur Staatseigentum, genossenschaftliches Eigentum, Staatseigentum. Da war erstmal nichts mit Kapitalismus. Wenn der Kapitalismus aber jetzt wieder eingeführt wird, also öffentliches Eigentum privatisiert wird, dann ist das ursprüngliche Akkumulation. Oder wenn Wasserwerke, Elektrizitätswerke, wenn das alles von öffentlicher Hand in private überführt werden, ist das ursprüngliche Akkumulation. Das waren natürlich Dinge, da kommen wir mit Lenin nicht mehr so recht weiter, der ist halt doch schon ein bisschen arg lange tot und mit Keynes auch nicht. Das sind mit Hilfe von Harvey, der das wieder entdeckt hat, Rosa Luxemburg und Marx unglaublich aktuell. Bloß bei Harvey muss ich sagen, nicht, sie sagt jetzt, also die Sphäre nenne ich, schreibt er nicht wahr, also Eigentum. Akkumulation durch Enteignung. Ja. Bloß diese Frage ist ja eigentlich ständig. Wenn ich also das Monopol oder das Monopolisierung betrachte, sind das immer zwei, also Eigentumsentwicklung und Enteignung sind zwei Seiten eines Prozesses. Und das betrifft also nicht nur beispielsweise, wenn man die ursprüngliche Akkumulation sieht, sondern das betrifft ja auch die Ausdehnung, also in eine nicht kapitalistische Sphäre, sagt Rosa Luxemburg, im entwickelten Land,
allgemein, was da ist. Das wären also die Daseinsfürsorge und Wasserwerke und so weiter. Das wäre eins. Aber es betrifft auch die kleinen, die anderen Kapitalismen, die entstehen, die ja ständig entstehen, die kleinen und mittleren Unternehmen, die über diese Frage gerade der Monopolbildung der Konzerne und der Politik der Konzerne, der Machtstruktur und der Entmachtung des Staates eigentlich immer ständig mit enteignet werden. Ja? Das heißt, es gibt eben zwei Seiten, nicht? Und deshalb bin ich der Meinung, dass der Harvey sagt beispielsweise, jetzt überwiegt die Enteignung, nicht? Ja. Denn gegenüber der Akkumulation oder Überakkumulation. Ich glaube, natürlich, es verschiebt sich manchmal das Schwergewicht. Ja. Ja, wenn ich einen hohen Profit haben will, was mache ich da am besten? Nicht? Lege ich das außen an? Versuche ich jetzt meinetwegen die Ressourcen, die seltenen Metalle irgendwo zu erwischen? Und wie mache ich das? Oder mache ich das beispielsweise jetzt über die Gesetzgebung im Bundestag, nicht wahr? Wo ich also bestimmte Sachen beschneide, nicht? Wo ich das sanktioniere? Bestimmte soziale Gesetzgebungen, die also nicht im Sinne der Werktätigen sind und so weiter. Das heißt, es gibt immer verschiedene Methoden, nicht? Also vielleicht will ich dann doch mal kurz noch mal ins Spiel bringen, weil als ich das gelesen habe bei dir, David Harvey, Akkumulation ist enteignet, dachte ich erst, das ist eine Binsenweisheit. Bei Horst Heininger und dem, was ihr geschrieben habt, hieß dann, Monopol ist eine besondere Form, ein besonderes Enteignungsverhältnis, diese Stelle. Ich dachte, immer alles Enteignung. Arbeiter werden um ihre Arbeitskraft enteignet, in Afrika werden die Menschen um Land enteignet, um Wasser enteignet. Das ist doch ganz normal, dass die Akkumulation Enteignung ist. Wo ist denn da jetzt der besondere springende Punkt? Und dann irgendwann bin ich natürlich auch an meinen eigenen Stand geraten, also die kleinen mittleren Unternehmen. Ist denn gegen diesen Generalangriff auf kleines Eigentum, was enteignet wird, nicht wieder der Gedanke der Volksfront, man könnte es auch ein bisschen höflicher Unidad Popular nennen, in einem hohen Maße aktuell? Das hängt davon ab, wie sich diejenigen, die da betroffen sind, politisch entwickeln. Das ist sicherlich ein Ansatzpunkt, da etwas herzustellen, wobei man da nach meiner Auffassung sehr stark wird differenzieren müssen. Wenn jemand noch nicht zu dem Monopolkapital gehört, wird er nicht von vornherein bündnisfähig sein, sondern die Möglichkeit, dass da Bündnisse sich ergeben können, sehe ich. Aber das erfordert aktive Arbeit und Bereitschaft, sich einbeziehen zu lassen auf der anderen Seite. Ich würde aber an einem Punkt, ich weiß nicht, ob das ein Widerspruch ist, aber eine Relativierung vielleicht aussprechen. Ich halte es für schwierig, wenn wir etwa die Bezahlung der höchstbezahlten Facharbeiter bei uns nur auf Enteignung in anderen Ländern daran festmachen. Die hohe Höhe der Ausbeutung bei uns durch den ganzen prekären Sektor, durch Zeitarbeit, durch dies Ganze spielt immens eine große Rolle. Und das spielt ja auch in der europäischen Frage eine Rolle, dass durch die Hartz-Gesetze, durch das alles, was die Regierung Schröder, mit dem ich mal halb befreundet war, was die gemacht haben, das hat natürlich auch dazu geführt, dass man besser exportieren konnte und sich dort auch Mehrwert aneignen konnte. Das heißt, es ist nicht nur eine Aneignung von Eigentum oder von Eigentumsrechten, sondern es ist auch eine Verschärfung der Ausbeutung. Ja, das ist natürlich dieses Verhältnis Mehrwert, nicht wahr, zwischen Lohnarbeit und Kapital, nicht? Aber wenn wir da nicht bei Fritz Scharf wieder, dass primär eigentlich die Solidarität in der Klasse stattfinden muss, also zwischen den Prekären und den Daimler-Facharbeitern? Nein, die politische Aufgabe ist eine ganz andere. Die politische Aufgabe ist die, dass diejenigen, die am stärksten im prekären Bereich arbeiten, häufig diejenigen sind, die die größten Schwierigkeiten haben, Klassenbewusstsein zu entwickeln. Und da haben wir als linke Kraft eine Aufgabe, von der ich noch nicht weiß, wie wir sie erfüllen sollen. Also da Charles Filbert ja auch immer vom Objektiven ins Subjektive kommt und vice versa, will ich jetzt auch mal versuchen. Wenn wir den Gedanken einer nicht monopolistischen Demokratie, früher haben wir antimonopolistische Bündnisstruktur gesagt, oder Volksfront, aufgreifen, dann würde mich wirklich sehr interessieren, und das insgesamt vom Monopolkapital zu Enteignende in eine gedachte Linie formieren dabei, eine nicht monopolistische Linie formieren. Würde mich sehr interessieren, warum wir dann oder wie wir dann zwar den Handwerker, den Selbstständigen erreichen in diesen nicht monopolistischen Schichten, aber den Facharbeiter bei Daimler nicht. Also es ist ja unglaublich schwer, mit denen
über eine andere Entscheidung zu reden im parlamentarischen Rahmen, also im Betrieb. Bei Daimler wählen Sie IG Metall und dann gehen Sie raus und wählen entweder den grünen Ministerpräsidenten oder Sie wählen Lothar Späth oder Sie wählen SPD. Aber auf eine andere Idee sind Sie eigentlich noch nie gekommen. Wie ist da anzuknüpfen? Ja, ob anzuknüpfen, erstens mal wieder eine Frage der Hauptamtlichen, kann ich nichts zu sagen. Zweitens. Deswegen habe ich auch kurz ja, gut. Das kann ich doch nicht von außen entscheiden, als jemand, der da nicht drinsteckt in dem Prozess. Ich will bloß daran erinnern, dass in der Phase 67, 68 diejenigen, die am ehesten sich gewehrt haben, auch durch sogenannte wilde Streiks, die Facharbeiter waren, in den entwickelten Dingen, damals sehr stark noch im Bergbau, was heute ja keine Rolle spielt, in der Metallindustrie, damals auch noch stärker als heute in der Chemieindustrie. Da müssen wir auch sehen, als linke politische Partei, dass wir unsere Beziehung zu Gewerkschaftern, die uns näher stehen, möglichst verbessern. Ich weiß, wie schwer das im Augenblick ist, auch bei uns im Parteivorstand und in Vorbereitung des Parteitages. Aber da haben wir eine Aufgabe. Wir dürfen auch nicht eine Partei des Prekariats werden. Wir müssen beide Teile der Arbeiterklasse versuchen anzusprechen, mit denen zu arbeiten und Positionen zu entwickeln. Und ich denke schon, dass man das in der europäischen Ebene längerfristig kann. Es wird jetzt ja irgendwann dieser Euro vor die Hunde gehen. Und zwar entweder insgesamt oder dadurch, dass einige austreten. Und dann wird das weitergehende Auswirkungen haben auf die Exportindustrie in Deutschland. Ist ja jetzt schon so, dass der Rückgang der Importmöglichkeiten von Griechenland und anderen Staaten des EU-Südens sich auswirkt auf die Exportmöglichkeiten der Bundesrepublik. Das wird sich auch dann irgendwann auswirken auf Löhne und auf die Möglichkeit, Bestechungen zu zahlen, wie es vorhin formuliert wurde. Und da müssen wir ran, da müssen wir vernünftig diskutieren. Es ist viel Arbeit und da sind auch jüngere berufen, das zu machen, als diejenigen, die schon etwas älter sind. Also Schasch, bevor du den von mir brutal unterdrückten Teil deines Statements aussprichst, noch eine Anreicherung durch eine mögliche Antwort. Als ich zum Beispiel damals für die IG Metall den Auftrag bekam, die kulturelle Seite dieser Kampagne 35-Stunden-Woche zu machen, was uns auch gelungen ist und als, ich glaube, 88 von der IG Metall die Konversionsbroschüre erschienen ist, also wo viele Vertrauensleute, Betriebsräte zusammengetragen haben, ihr handwerkliches, werkliches Wissen um die Möglichkeit, bestimmte für Rüstung gedachte Module und Produkte für Friedensindustrie umzudenken, umzubauen. War die Facharbeiterschaft im Betrieb die Basis schlechthin? Das heißt, du hast dort, wo die organisiertesten und bestbezahltesten Kolleginnen und Kollegen im Metallbereich waren, die höchste Bereitschaft gehabt, für 35-Stunden-Woche einzutreten oder den Konversionsgedanken, der ja ein doch philosophisch sehr grundlegender ist, zu promoten. Und dann gehen sie in den parlamentarischen Raum, also außerhalb dem betrieblichen Raum. Und es geschieht etwas vollkommen anderes in ihrem Wahlverhalten oder in ihrem Verhalten außerhalb des betrieblichen Denkens. Das hast du in Norditalien. Sie wählen im Betrieb CGL und sie gehen raus und wählen Berlusconi oder Bossi. Ich frage dich, weil du ja auch über Subjektive und nicht nur den Determinismus des Marxismus behandelst. Welches Kraut ist da gewachsen? Ja, die Menschen sind halt schlauer als unser eins. Jetzt vielleicht nur ein historisches Beispiel. Wir haben ja die Novemberrevolution von 1918, die war aber auch eine Januarrevolution. Wir haben ja die Januarstreiks. Und die Januarstreiks sind geführt worden von den revolutionären Obleuten. Die revolutionären Obleute, die hatten eine Massenbasis und diese Massenbasis waren diejenigen, just diejenigen, die der Lenin als die Bestochenen hätte bezeichnen müssen. Es waren nämlich die Rüstungsarbeiter. Und wenn eine Arbeiterschicht im Ersten Weltkrieg privilegiert war, waren es natürlich die Rüstungsarbeiter. Weil die mussten nicht an die Front, das ist ja schon sehr gut. Zweitens bekommen sie hohe Löhne. Und wir haben ja dann das Kriegshilfsgesetz, wo dann erste Momente der Mitbestimmung schon eingeführt. Nur um die Gewerkschaften bei der Stange zu halten, wurden dann auch schon allererste Spuren der Mitbestimmung gelegt. Trotzdem sind es diejenigen, die streiken.
Also da hat der Lenin also offensichtlich wieder Unrecht. Dann hast du das Beispiel von Septemberstreiks 69. Du hast das Beispiel von 35-Stunden-Woche. Ja, dann haben wir natürlich, wer war ganz am Anfang der Auseinandersetzung mit der 35-Stunden-Woche? Das war die IG Druck und Papier. Und das ist ja nur wirklich der Adel in der Arbeiterklasse immer gewesen. Drucker, Setzer oder noch die Schweizer Degen, wer beides war zusammen. Nicht? Das waren die. Gibt es nicht mehr, die Schriftsetzer, nicht? Die Schriftsetzer gibt es nicht mehr, weil das Kapital ist halt auch wieder ein bisschen schlauer, haben sie es halt abgeschafft, nicht? Durch die Rationalisierung. Also da stimmt das offensichtlich nicht, damit bestochen und dass da ein Automatismus ist. Aber dass Menschen, die da in Baden-Württemberg waren, in der CDU-Zeit ja noch klarer, nicht? Also da hatten wir 69, 73 hatten wir da, doch den Streik um den Lohnrahmentarif 2. Mit, also wo dann jetzt nicht mehr nur um Geld gestreikt wurde, sondern auch um Arbeitsrhythmen. Das war die IG Metall. Und da war wohl Steinkühler ganz wichtig, Loderer und ich glaube, Willy Bleicher war wohl schon in Rente. Und wer war damals Ministerpräsident in Baden-Württemberg? Ich glaube, es war der Filbinger. Vielleicht ist das ein gesunder Realismus der Arbeiterklasse, dass sie sagen, das ist sehr zynisch. Nein, also gut, wie ich eine Geschichte erzähle, ein Freund von mir, der Kurt Steinhaus, der war DKP-Funktionär und als 1969 die DKP da 0,3% bekommen hat und die SPD da die relative Mehrheit, sagt der Kurt, naja, die Arbeiter, die bleiben halt bei der SPD und eigentlich müssen wir uns drüber freuen. Denn zu uns gehen sie nicht, es ist immer noch besser, sie gehen zur SPD, als sie gehen zur CDU. Und wenn die Menschen sind halt keine Esel. Wie ist bei Filbinger dann? Ja, die haben gesagt, ach, das ist uns einfach wahrscheinlich. Das ist mich mit den Dingen, mit denen ich jetzt real was zu tun habe. Hat, ob jetzt dieser Nazi Filbinger da regiert oder nicht, das ist Ideologie, das betrifft mich nicht. Es gibt auch, wenn es eine revolutionäre Perspektive gäbe, wenn man gesagt hätte, ja, also Willy Bleicher soll Ministerpräsident werden und wird dann auch noch Daimler enteignen und so. Das hätten sie, das wäre sinnvoll gewesen. Aber wer war denn der Gegenkandidat von dem Filbinger? War es schon der Eppler oder war es irgendeiner? Und da sich viel Gedanken zu machen, wer von den beiden Nasen das machen soll, kann ich eigentlich gut verstehen. Das wäre die Alternative gewesen, als dass man sagt, also gut, jetzt haben wir Septemberstreik gemacht, vor einem Jahr ist die DKP gegründet worden, wählen wir die DKP. Das würde doch einen ziemlich starken Realitätsverlust also nach sich ziehen. Wenn Alternative, dann richtige Alternative. Dann richtige Alternative. Das also vielleicht so, das sind ja, halt keine... Nehmen wir an, so eine Situation hat man heute auch, ja. Nicht, wenn du die Leute hörst, nicht auf der Straße, nicht, es gibt nichts, worüber sie also meckern oder wie ihre Unzufriedenheit zeigen, nicht? Und trotzdem nicht, kommst du nicht an. Ich meine, abgesehen davon, dass natürlich die Linke beispielsweise oder die DKP also keine Mediengewalt hat, um irgendwo reinzukommen und zu beeinflussen. Es wird ja nicht mal informiert, nicht? Aber du hast natürlich Schwierigkeiten, wenn du die Wahl hast, ja, dann sagst du, na gut, nicht wahr, dann nehme ich lieber die Leute mit dem sozialen Touch, nicht? Die Menschen sind keine Abenteurer. Guck dir mal an, die in Italien eine revolutionäre Situation, 1918 bis 20, Fabrikbesetzung, nicht? Da geht es aber jetzt, klappt's oder klappt's nicht. Wenn die Fabrikbesetzung klappen, hast du gewonnen. Wenn du verloren hast, dann schlägt die Stimmung sofort um, nicht? Das ist, und also jede Konterrevolution heißt ja schon deshalb Konterrevolution, weil eine Revolution vorangegangen ist. Konterrevolution ist das Scheitern einer vorangegangenen Revolution. Kann ich nicht sagen, jede halbe Revolution führt zur doppelten Konterrevolution. Führt zur doppelten, weil das auch der Realismus der Volksmassen ist. Wenn sie mal was versucht haben und haben auf die Finger gekriegt, dann werden sie die Finger nicht an dieselbe Stelle legen. Würde ich ja übrigens auch nicht tun. Nicht? Also, das ist, glaube ich, ganz gut zu verstehen. Jetzt gibt es ja Leute, die lesen viel Gramsci, das soll ja auch sehr lehrreich sein. Die erzählen ja dann auch, dass viel Erfahrungen im Alltag gemacht werden. Der Alltag ist dem Menschen näher als große strategische Perspektive. Also Gramsci kommt aus diesem Punkt 1920, 21, Turiner Rätebewegung zum Marsch Mussolinis auf Rom. Ja, das ist der Kipppunkt, über den er überhaupt seine neuere theoretische Dimension gewinnt. Und dann und Thalheimer in Deutschland. Er sagt, die gescheiterte Revolution von 1923 führt zu einer faschistischen Perspektive. Komischerweise kommt Gramsci zur Volksfront in der Tendenz, also zum Einbeziehen vieler bürgerlicher Kulturen etc. und Schichten und Intellektuellen, während
Thalheimer und ja. eigentlich tendenziell nur zur Arbeit der Einheitsfront. Die kommen, Thalheimer und die Trotzkisten, die, ja. die kommen nur, ja gut, da ist Gramsci natürlich ein großer Revolutionär des Denkens gewesen, zweifellos. Und da muss man auch jeden Ansatzpunkt benutzen. Also jetzt statt da zu jammern, dass es ja die Leute offensichtlich die Frau Kanzlerin für sympathischer finden als den Herrn Steinbrück, kann man auch sagen, ob das nicht auch ein Stück Alltagsverstand ist der Menschen. Aber gut, ich gehöre ja nicht dazu, aber es ist doch schön, dass diese Partei die Linke gibt und dass die keine Medienhoheit, naja gut, Medienhoheit, gibt es vielleicht nach der Revolution, aber wie wir in sozialistischen Ländern gesehen haben, gab es die noch nicht mehr dort. Ja, aber es könnte ja eine kulturelle Hegemonie dazwischen geben. Ja, aber was kommt vor der Hegemonie, ist, dass man erstmal ein paar Positionen hält. Und ich finde das, also wir machen ja diese Sendung auch, das ist auch offensichtlich ein Beitrag zur Gegenöffentlichkeit und ist ein Beitrag zum Grabenkampf, wie der Gramsci das genannt hat. Das soll man nicht so ganz verloren geben, und dass es diese Linkspartei gibt, ist auch ein, würde ich doch sagen, also doch ein Ergebnis ganz hoher Navigationskunst. Das soll man nun auch nicht. Das darf man nicht gleich an Revolutionen und solche Dinge denken. Nicht? Bevor wir jetzt in unseren allseits bekannten Werbeblock einmünden, würde ich jetzt einmal die Runde beginnen bei Gretchen Binus. Nichts dahinlegen. Da ist ein Mikrofon. Bitten zu zwei Namen vielleicht zum Abschluss noch was zu sagen, jetzt auf dem, was wir da diskutiert haben, basierend. Wobei ich jetzt von dir den Anfang nehme, du hast den ideologischen Ort beschrieben, in dem sich Karl-Heinz Roth und Trotzkisten und so treffen können, und dann danach Nikolai Bucharin noch mal lobend hervorgehoben. Und ich freue mich auch immer, dass du den nicht in dem Zusammenhang dieses blödsinnigen Begriffs Rechtsabweichler verwendest. Bin ich ja selber. Der da von den Stalinisten, ja manchmal nach links, manchmal nach rechts, von den Stalinisten oder vom jedenfalls unter der Stalinherrschaft als Rechtsabweichler dann gebrandmarkt und ermordet wurde. Ich würde gerne zu den beiden Namen, vielleicht auch zur Beziehung Bucharin und Luxemburg, was noch zum Abschluss zur für uns produktiven Ehrenrettung zu sagen ist. Beide ermordet, beide von unterschiedlichen Ermordungskommandos. Naja, das ist ein schwieriges Problem, ja. Nicht? Ich meine, bei Luxemburg, das ist schon klar, nicht? Diese Soldateska, die die beiden Liebknecht und Luxemburg erschossen haben, handelten natürlich im Auftrag einer bestimmten Clique und in einer bestimmten Politik, ja. Bei Bucharin würde ich sagen, naja, weißt du, das ist ein ganz diffiziles Problem. Die Frage, wenn man also an die Macht kommt, nicht, ich will das mal so sagen, wenn also eine Revolution da ist und du hast eine Machtstellung, wie nutzt du die Macht? Wie reagiert also dieses Verhältnis dazu der Gesamtpolitik? Ist der Einfluss der Massen auf diese Politik spielt eine ganz große Rolle, um also bestimmte, sagen wir mal, Fehlentwicklungen ja, doch zu verhindern. Nicht? Also wir haben ja viele Kommunisten gehabt aus Deutschland, die in die Sowjetunion gegangen sind. Ja? Für uns unverständlich, dass die entweder in Lager gekommen sind oder, also ich habe selbst eine Familie da gehabt, die sind nicht mehr zurückgekommen, nicht? Und da fragst du dich natürlich, wie kannst du also eine neue Gesellschaftsordnung aufbauen, ohne dass du bestimmte Entwicklungen verhindern kannst, Machtmissbrauch oder Machtgebrauch im Sinne einer Persönlichkeit, nicht? Siehst du heute Erdogan an, nicht? Nicht, was sich da entwickelt, ist doch eine reine Katastrophe. Nicht? Und trotzdem weiß ich nicht, wie man das also... Gretchen, ich wollte jetzt nicht... muss ja immer... Nee, ja, sicher, wenn du es jetzt sagst, finde ich das erstmal kostbar. Muss dann gleich dazu sagen, dass in der russischen Gesellschaft natürlich kaum einer anderen Gesellschaft eine bestimmte Tiefe von demokratisch-rechtsstaatlichem Denken war, sondern es war die Omnipotenz der Partei, die im Krieg und Bürgerkrieg geboren wurde und Unschuldsvermutung, Gewaltenteilung vergleichsweise wenig kannte. Ich hoffe mal, dass ein Sozialismus in der Zukunft den bürgerlichen demokratischen Rechtsstaat nicht reduziert, sondern ausbaut. Dann ist diese Willkürherrschaft vielleicht
weniger denkbar. Ich wollte eigentlich das zum Ökonomischen wissen, was dir zu Bucharin, zu dessen Werk noch abschließend einfällt. Der große, die Weltwirtschaft, die er untersucht hat, ja, die Zusammenhänge, das würde ich meinen, nicht, das ragt eigentlich also über die ökonomischen Beziehungen, das ragt eigentlich über den, was Luxemburg gemacht hatte, hinaus. Nicht, das meine ich, ja. Mhm. Und der Lenin hat ja dazu seinem Werk auch ein hübsches Vorwort geschrieben, nicht, wo er das eigentlich auch akzeptiert hat. Sehr. Ja, ich kann das relativ kurz machen, weil von Bucharin kenne ich viel zu wenig, um darüber ein Urteil abzugeben. Für mich hat die Diskussion gezeigt, dass der Ansatz bei Rosa Luxemburg und die Einbeziehung von Bucharin möglicherweise uns in der Debatte der Aktualität der Stammokap-Theorie weiterhelfen kann. Denn da gibt es tatsächlich auch bestimmten Unwillen in der allgemeinen politischen Diskussion so in der Richtung, diese Theorie hat keine Aktualität mehr, was ich vollkommen falsch halte. Aber wenn man das besser einbettet, als es eine Zeit lang geschehen ist, in andere Strömungen, andere Diskussionen, wie die wir heute geführt haben, glaube ich, kommt man da auch wieder ein Stück vorwärts. Und das scheint mir bitter notwendig, gerade unter dem Gesichtspunkt Europäische Union. Last but not least. Ja, zum Ersten, was Gretchen gesagt hat. Wir haben ja ein ziemlich guten Historiker in der Bundesrepublik, hoffentlich ist er gesund, Hermann Weber, der seit Jahrzehnten eine Enthüllung nach dem anderen bringt in vorzüglichen historischen Werken. Das Lexikon der deutschen Kommunisten, weiße Flecken. So, und als westdeutscher Kommunist guckst du dir das an, als Wissenschaftler sagst du, großartig, weshalb schreibt man selbst das nicht? Und zweitens sagt man, das muss dem Gegner nutzen, tut's ja auch. Und Hermann Weber ist ein rechter Sozialdemokrat immer gewesen. Das hat eben dazu geführt, bis lange ganz Zeit. Ganz früher nicht. Bitte? Ganz früher. Naja, ganz früher, gut, ja, ganz früher nicht, aber als Wissenschaftler. Und das hat uns den Blick verstellt auf Arbeiten, die man hätte selbst machen können. Und gerade als Wissenschaftler muss man sagen, muss man dem Weber recht geben, obwohl natürlich alles genutzt wurde zum Kampf gegen den realen Sozialismus. Nicht? Jetzt sind die Schützengräben verlassen. Der Krieg ist aus. Und was sehen wir? Da kommen wir zu den Ökonomen. Da haben wir also Kondratjew, da kommen wir noch dazu, da haben wir Bucharin, der größte Ökonom war. Also Lenin war im Nebenberuf Ökonom, aber der Ökonom des Imperialismus war Bucharin. Derjenige, der am schöpferischsten mit Rosa Luxemburg diskutiert hat, war Bucharin und derjenige, der auch ein Konzept entwickelt hat für die Entwicklung der sowjetischen Wirtschaft, Genossenschaftskonzept, war Bucharin, totgeschossen. Strumilin, Planungstheoretiker. Großartiger Mann. Nicht totgeschossen, aber kaltgestellt. Kondratjew, großer Teil des Teils der bürgerlichen politischen Ökonomie, die es taucht, stützt sich auf Kondratjew. Totgeschossen. Jasanow, Herausgeber der ersten Marx-Engels-Gesamtausgabe, umgebracht. Das heißt, dass also das fruchtbarste Denken, ökonomische Denken der zweiten Internationale und der dritten Internationale zwischen Stalin umgebracht worden ist. Das heißt, dass da eine Tradition geendet ist. Und jetzt können wir im dritten Teil fragen, woher kommt's? Ja, Machtmissbrauch, ja, aber es gibt viele. Eine Kollegin von mir hat mal gesagt, naja, also wozu brauchen wir Joschka Fischer, wozu brauchen wir Jesus Christus, wenn jeden Tag ohnehin ein Joschka Fischer geboren wird, nicht? Also dass es immer Leute gibt, die Macht ausüben wollen, das ist ja, was das ist, Testosteron oder wie das der Stoff heißt. Aber so Machtgier braucht ein Instrument. Und das einzige Instrument ist der Staat. Und das ist eine Sache, über die Rosa Luxemburg nicht nachgedacht hat. Sie war Ökonomin, über die der Lenin ökonomisch instrumentell nachgedacht hat und über die Marx im umfassenden Sinn nachgedacht hat. Nämlich in seiner Schrift Der Bürgerkrieg in Frankreich von 1871, wo er sagte, was war die Kommune? Hat er natürlich unheimlich projiziert. Die haben ja nur 2 Monate ihr Wesen getrieben. Aber den Kern rausgeschält, hat gesagt, der Staat muss weg. Wir brauchen ein Instrument, das die Kapitalisten enteignet. Das kann man natürlich Staat nennen, man kann es auch blauer Kakadu nennen. Es ist also Gewaltapparate noch. Da ist er gegen den Bucharin. Aber in dem Moment muss er absterben. Und Lenins staatstheoretische Schrift von 1918, Staatenrevolution, sagt, was machen wir in der Revolution? Wir zerschlagen den Staat. Und dieser Staat wird nicht zerschlagen. Aus Gründen können wir auch wieder erklären.
Interventionskrieg, Bürgerkrieg und so weiter. Und nachholende Industrialisierung brauchst du Erziehungsdiktatur. Der Staat wird nicht zerschlagen. Jetzt hast du folgende Situation. Das ist Privateigentum abgeschafft. Und in wessen Händen ist der Staat das Privateigentum, das keines mehr ist als Staatseigentum, in den Händen des Staats. Und daraus kann eigentlich nur eine Despotie entstehen. Da kannst du den Stalin draufsetzen oder den von mir schon genannten grünen Kakadu oder Jesus Christus oder Gandhi. Sie werden alle dasselbe tun. Und das wäre ein anderes Thema, nämlich die Staatsfrage. Wie wird man den Staat im selben Moment los, indem man das Privateigentum los wird? Also und da kommt eigentlich noch hinzu, nicht wahr, bei Engels, es steht also, man macht also, ergreift die politische Herrschaft, nicht? Und errichtet das Staatseigentum. Und da hört eigentlich der Engels in seiner Theorie des Sozialismus etwas auf. Aber was macht man dann? Nicht, das ist die Frage. Was macht man mit dem Staatseigentum? Und das ist eigentlich für mich die Frage, warum eigentlich in der DDR das mit dem Staatseigentum eigentlich nicht funktioniert hat. Weil man nämlich den nächsten Schritt gehen musste, eigentlich das Staatseigentum in wahres, wenn man sagen, Volkseigentum eigentlich zu überführen, was es ja nicht war. Nicht? Das geht auch nicht bei Zerschlagung der Staaten. Der Staat muss in die Gesellschaft zurückgenommen genau werden. Genau das ist. Also ich glaube, der Kern ist, erstmal weiß ich nicht, ich will dem Professor hier nicht als Korrektor hier beitreten, aber wenn ich mich richtig erinnere, war das nicht 1918 mit Staatenrevolution, sondern im Februar 1917 veröffentlicht. Und das ist noch wesentlich in der Schweiz geschrieben. Und dann gibt es die Rede zur Sowjetmacht von Lenin. Da kommt nichts mehr von Absterben des Staates. Ich finde aus gutem Grunde, weil das, was Kurz sagt, für mich da maßgeblicher ist. Wobei ich mit dem Staatseigentum das genauso sehe. Das ist des Teufels. Das muss genossenschaftlich und öffentlich-rechtlich und ganz anders organisiert sein. Aber dass der Staat so ohne weiteres abstirbt, im einfachen Sozialismus oder möglicherweise schon im nicht monopolistischen Übergang oder so, das halte ich für ein Zugeständnis an die Anarchisten, was beide ja teilweise auch gebraucht haben. Das ist, glaube ich, überradikal formuliert. Also ich glaube, das hat einen längeren Zeitraum, bis der Staat abstirbt oder in die Gesellschaft, was ich für klüger halte, zurückgenommen wird. Aber wie auch immer, das sind ja die Dinge, die eigentlich Marx, wenn er länger gelebt hätte, im vierten Band geschrieben hätte. Er wollte ja im vierten Band mehr über Staat schreiben, nach allem, was ich jedenfalls gelesen habe. Das ist nicht passiert. Wir haben dann bei Lenin, bei Gramsci, bei anderen ein paar Versatzstücke müssten, bei Hilferding, und müssen das jetzt schon mit fünften und sechsten Band zusammen noch etwas schreiben. Dieser Beitrag sollte eigentlich nur versuchen, den Appetit auf diese Fragen zu nähren und dann auch Dinge gegen den Strich zu kämmen. Du hast Hermann Weber, mit dem wir in der Schule getriezt wurden, in antikommunistischen Zusammenhängen erwähnt als großen Historiker. Ich stimme dir völlig zu. Er hat immerhin auch als Entdeckung die Protokolle der KPD-Gründung 1819, wo dann Zitate drin vorkommen, die ich mir so gar nicht hätte vorstellen können. Also, dass Rosa Luxemburg für den Namen Sozialistische statt Kommunistische Partei war, dass sie natürlich für die Teilnahme an den parlamentarischen, bürgerlich-parlamentarischen Wahlen der Nationalversammlung war und nicht nur an den Rätekongressentscheidungen. Aber eben auch, dass dann auf einen Zwischenruf, ich glaube, eines Kieler Linksradikalen, nach meiner Einschätzung, sie dann sagt, die russische Revolution, die Oktoberrevolution, ist nicht die von 1917, sondern die Revolution beginnt 1905. Das heißt, sie stellt sich vor, eine Revolution in einem Zeitraum von 12 Jahren. 12 Jahren Brüche und Übergang, nicht eine Revolution, wo man einmal zum Winterpalais stürmt und dann hört um 24 Uhr der Kapitalismus auf und um 0 Uhr beginnt der Sozialismus, sondern eine 12-jährige Phase. Und wann wir den ersten Bruch organisieren können, in diesem künftig imperialistischen Kernland Deutschland, sage ich mit Brecht, Vorhang zu und alle Fragen offen. Danke euch allen.